Neues aus dem Karmer Land. Präsentiert von dem Immobilienpreisfinder der Sparkasse im Landkreis Karm. Keine Frage, jeder Hunde- und Katzenbesitzer will natürlich nur das Beste für sein Tier. Aber was ist denn eigentlich das Beste? Es geht schon los beim Futter. Welches Futter ist das Beste und was ist denn im Futter eigentlich alles drin? Ein Tierarzt hier aus dem Landkreis beschäftigt sich mit der Ernährung. Ein kleiner Spaziergang in Runding. Dass ein Hund genügend Auslauf braucht, weiß jeder. Beim Thema Futter wird es da schon schwieriger, erst recht, wenn das Tier nicht jedes Futter verträgt. Wenn ein Tier krank ist oder wenn der Hund eine Allergie hat oder die Katze Magen-Darm-Probleme, dann ist oft so eine Pauschallösung nicht geeignet, sondern muss man wirklich nochmal im Detail schauen. Das heißt nicht, dass jeder selber was kochen muss oder die Ration selber zusammenstellen muss, sondern dass man einfach schauen muss, welches Futter ist jetzt hier wirklich geeignet. Dr. Gregor Berg will den Tierhaltern dabei helfen, das richtige Futter für ihren Vierbeiner zu finden. Er will aber auch, dass die Menschen verstehen, auf was sie achten müssen. Deshalb stellt er Erklärvideos ins Internet. Hinten in der Maulhöhle sind die Backenzähne. Da wird der Knochen klein geknackt. Der Tierarzt hat vor vielen Jahren wegen seiner Hündin Leia damit angefangen, sich mit verschiedenen Futterkomponenten auseinanderzusetzen. Die Leia war meine erste Hündin oder mein erster Hund generell. Und die ist, mit 19 habe ich die bekommen. Und das war einfach Wahnsinn. Wir hatten zu Hause keine Hunde und dann so der erste eigene Hund. Nach seinem Umzug in den Landkreis Karm ist seine geliebte Hündin krank geworden. Es war richtig ein fieser Tumor, musste ein ganz großes Stück Darm rausgeschnitten werden. Und bis dahin habe ich mir nie so viel Gedanken über Tierfutter gemacht, auch obwohl ich schon Tierarzt war. Aber dann eben, weil es mir dann wichtig war. Mittlerweile hat er sogar sein eigenes Futter auf den Markt gebracht. Nicht nur er selbst ist darauf zu sehen, sondern auch seine Leia. Er arbeitet dafür unter anderem mit den Behindertenwerkstätten Oberpfalz in Bad Kötzting zusammen. Wir wollen, dass die Leute, die unser Futter kaufen, nicht einfach nur unser Produkt kaufen, sondern wir wollen erstmal reden mit denen und wir wollen, dass die sagen, hey, von dem kaufe ich gerne Futter, weil das einfach auch Vertrauenssache ist. Ja? Also wie du dein Kind ernährst zum Beispiel, das ist auch wichtig, so, und da macht man sich auch viel Gedanken und beim Hund oder bei der Katze ist es genauso. Das Problem, es gibt so viele verschiedene Tierfutter auf dem Markt, dass sich die Tierbesitzer oft überfordert fühlen. Außerdem gibt es verschiedene Mythen und auch Tricks. Das Problem ist, dass in der Tierfutterszene sehr viel mit Begriffen argumentiert wird. Also werden dann Begriffe schlecht gemacht. Oh, Getreide, wenn Getreide drin ist, das ist dann ganz schlechtes Futter. Das stimmt so gar nicht. Also fachlich ist das gar nicht haltbar. Kein Wunder, dass da der ein oder andere Tierbesitzer schon mal unsicher wird, ob er wirklich das beste Futter für sein Tier hat. Aber wir können sie beruhigen. Ganz ein wichtiger Punkt ist, dass man sich nicht verrückt machen sollte. Ja, weil es wird, früher sind die Hunde auch mit mäßigem Futter alt geworden. So, das stimmt, das ist nach wie vor so. Also Futter ist eben nur ein Futter. Man soll die Bälle flach halten und nicht durchdrehen und sich nicht verunsichern lassen, weil nur irgendwelche Leute ganz laut schreien und sagen, hey, das ist ganz, ganz wichtig, dass du das so fütterst oder das muss das Futter enthalten. Das ist oftmals gar nicht so oder muss man oft gar nicht so streng sehen. Ich kann zwar nur für mich selbst sprechen, aber ich glaube, jeder Tierbesitzer kann da noch etwas dazulernen. Bei uns geht es jetzt weiter mit den Kurznachrichten und dafür schauen wir nach Rötz. Da sind nämlich Ihre Ideen gefragt. Wie könnte man den Marktplatz dieses Jahr schöner und lebendiger gestalten? Die Stadt Rötz ist auf der Suche nach Ideen für die Belebung und Verschönerung des Marktplatzes. Die eigentliche Sanierung kann dieses Jahr nicht mehr gemacht werden. Deshalb sucht die Stadt eine vorübergehende Lösung. Ihre Vorschläge können Sie noch bis zum 24. Februar entweder im Rathaus oder unter poststelle@rötz.de abgeben. Die Karmlandbau ist für Landrat Franz Löffler eine der wichtigsten Messen im Landkreis Karm. Sie Corona-bedingt einfach ausfallen lassen? Nein, stattdessen findet sie virtuell statt. Am 20. und 21. Februar finden Sie unter karmlandbau24.de alles rund ums Bauen, Renovieren und Wohnen. Auch die verschiedenen Aussteller stellen sich vor. Die nächste reale Messe soll dann 2022 stattfinden.
Das war's vom Karmaland. Genießen Sie das schöne Wetter am Wochenende und passen Sie auf sich auf.